Ja, servus Leute, Bock am Pro Week 2012. Ja, hier mein 150 Abonnenten Spezial. Nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ich jetzt in den letzten 3 Monaten so viel Support gekriegt habe. Ich bin auf jeden Fall stolz darauf. Gute Leistung von euch. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch auch. Und da dachte ich, dann gibt es den großen Böller-Mix von Keller mit den Böller mit den Universum-Cover. Jo, ich weiß selber nicht, wie die Böller jetzt im Knall sind. Ich denke aber mal sehr gut. Also sie sind schon extrem hart. Jo, das war's erstmal zum Böller-Set. Ja, dann gibt es jetzt noch allgemeine Informationen zu mir, zum Channel, da der Silvester ja vorbei ist. Jo, zwar was ich euch jetzt sagen werde, kann ich schon mal. Es wird jetzt noch dieses Video folgen und zwei, drei andere. Jetzt in den nächsten Wochen und dann wird erstmal wieder Pause sein, leider. Ja, ihr fragt euch bestimmt warum. Ja, das mit dem Pyro geht mir jetzt schon lange wieder auf die Nerven. Ich kann sagen, schön, dass es vorbei ist. Silvester war jetzt nochmal der finale Abschluss. Ja, und wenn man sich da 3 Monate reinsteigert, hat man am Ende auch keine Lust mehr richtig darauf, beziehungsweise weiterhin Videos zu machen. Doch Lust schon, aber jetzt. Das sind erstmal andere Dinge, erstmal wieder wichtiger. Ich denke mal, aktiv werde ich wieder ab Oktober sein, Anfang Oktober. Dann gibt es wieder massig Videos und ich denke mal, jetzt gibt es nur noch so Abonnenten-Speziale zwischendurch. Und Spezial, zum Beispiel Halloween oder Ostern oder sowas jetzt. Also jetzt besondere Anlässe jetzt zum Beispiel. Oder halt vielleicht mal zwischendurch ein Video, wenn ich Lust habe zu böllern und ich filme es einfach nur und ja. Auf jeden Fall folgt noch ein Video Silvester, ein paar Fontänen, ein bisschen Knallkram und rund um mich rum. Silvester um 12 Uhr. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal zu den Informationen. Ich packe die Böller einzeln aus und wir schauen uns die Verarbeitung an. Bis gleich, Leute. Bis dann. Ja, und jetzt geht's ans Auspacken, Leute. Zwei Packungen Super Böller A, also sind Super Böller 1. Einmal eine Packung Frösche B, die schon etwas älter aussieht. Dann dreimal Powerballs von Keller. Eine Packung China Böller D. Zwei Packungen Super Böller B. Naja, es sind Super Böller 2. Vier Packungen Packet Cracker von Comet. Und eine Packung. Bei Packung, Harzer, Knaller, also Reibkopf, Harzer Art. Das war's erstmal. So, jetzt haben wir alles einzeln nochmal ausgepackt. Fangen wir an hier mit den Harzer, Reibkopf, Knaller Verarbeitung ansehen. Also die Reibkopf, Knaller sind extrem dünn. Aber was ich geil finde, dass da ein Reibbrett bei ist, finde ich wirklich cool. Eine 20er Schachtel mit einem Reibbrett, kann man nichts zu sagen. Ja, weiter geht's mit dem Super Böller B, also Super Böller 2. Vorne noch zugestopft. So. Hinten geht's extrem weit rein. Hier ist er wirklich extrem weich. Aber in der Mitte ist er steinhart, der Böller. Ich denke mal, der wird im Knall überzeugen. Ja, dann geht es weiter mit der Fahne schon raus, mit den Fröschen, die sehr, sehr klein sind, aber ein echt sattes Grün haben. Wirklich noch ein schönes Grün. Ja. Dann geht es weiter mit den Powerballs. Aber jetzt nicht viel zu sagen. Können wir noch einen aufmachen. Hier noch mit Füllung. Ja.
Dann geht's zum China Dollar D. Vorne auch noch zugestopft. Lässt sich eindrücken. Der bröselt auch schon hinten. Gucken wir eben einmal hier. So. Aber an sich ist der Böller extrem hart. Ja. Dann geht's weiter mit den Super Böller A oder Super Böller 1, der wirklich extrem gut aussieht. Vorne zugestopft, hinten zwar zu mit mineralischer Dämpfstoff, aber der Böller an sich sieht top aus und ist auch wieder extrem hart. Ja, wir werden sehen, was die einzelnen Böller gleich im Knall bringen. Ich bedanke mich nochmal herzlich an euch. Es waren schöne Monate mit euch. Eine schöne Pyrozeit. Ja. Bis dahin, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Euer Pyrofreak 2012. Ja, jetzt sind wir draußen. Fangen wir an mit der Packet Cracker Matte. Ja, die Matte hatte einen schnellen Abbrand. Die Packet Cracker an sich waren okay. Jetzt der Frosch. Frosch hat noch ein bisschen gesprungen, war okay. Jetzt der China Böller D. Knall war auf jeden Fall sehr gut, gestöpselt hat er auch. Der Crackling Ball oder Powerball. Crackling war auf jeden Fall top. Weiter geht's mit den Reibkopfknallern. Nehmen wir mal erstmal ein hier. Boah, Reibkopfknaller. Ganz normaler, da geht's hier noch rein. Ja, aktuell oder kann man aktuell vergleichen. Weiter geht's mit dem Super Böller 1, der denke ich mal ganz gut wird. Und der Knall war wirklich top. Wirklich echt, echt gut. Weiter geht's mit dem Super Böller 2. Nochmal ein großes Dankeschön an euch. 150 Abonnenten hätte ich mir nie erhofft. War eine schöne Pyrozeit mit euch. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens im Oktober, Anfang Oktober wieder. Bis dahin, Leute, euer Pyrofreak 2012.